und herzlich willkommen zur 124. Folge von Forza Horizon 4. Heute fahre ich mal wieder ein Tracktoy, und zwar den 2016er Aston Martin Vantage GT12. Eine quasi straßenzugelassene GT3-Variante des Aston Martin V12 Vantage mit knappe 600 PS. Und für die Rennstrecke ausgelegt, aber immer noch straßenzugelassen. Mal gucken, was dieser straßenzugelassene Wagen auf meiner Rennstrecke oder auch Teststrecke schafft. Nicht schlecht, Herr Specht, es hat gereicht für eine 2:40,727. Damit ist dieser Wagen wirklich minimal langsamer als der 4 Punkte schwächere TBR Griffith. Und der nächst langsamere wäre, glaube ich, der Carrera S. Aber ich muss sagen, das Ding fährt sich einfach gottesgleich. Es hat wirklich so viel Bock gemacht, damit zu fahren. Aber bei der Runde, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Aber obwohl er sich so gut fahren lässt, hat mich die Zeit auch ein bisschen überrascht. Ich dachte, er wäre sogar ein bisschen schneller gewesen. Wenn ich mal so bedenke, dass der 4 Punkte stärkere Camaro ZL1, der hat ja wirklich eine gute Runde, muss ich sagen. Da bin ich echt gut gefahren. Die ist gefahren eine 2:38 Zeit. Also gut 2 Sekunden schneller. Naja, aber trotzdem natürlich eine gute Zeit, keine Frage. Also ein tolles Auto. Und sieht doch toll aus. Auch die Farbkombination. Dem Orange, das gefällt mir echt sehr, sehr gut. Okay, es gibt sogar ein anderer Motor rein. Ein Racing V12. Nee. Allrad brauchen wir auch nicht. Turbos eh nicht. Natürlich ein schöner Saugmotor. 5,9 Liter V12. Mit knapp 600 PS. So muss das. Nicht anders. So, Forza-Spoiler vom Aussehen ja. Und Spoiler. Der Vantage, der geht auch ohne Spoiler. Ich meine, wenn man das auch so haben kann, dann ist es auch direkt so, ne? Was man hat, das hat man. Ich denke, meinen Rennreifen hat er schon. Hat er nicht. Okay.
Also für Sportreifen fühlt er sich echt sehr geil. Oder Rennreifen, warum nicht? Mach ich die beidesten Schlappen drauf, einfach mal so. Ach, komm. Man gönnt sich ja sonst nichts. 3,55. Was? Okay. Einfach just do it. Noch Felgen, brauche ich 20 Zoll darauf. Okay. 355er. Was zur Hölle? Die Rennfedern gehen auch noch. Da geht auch noch einiges hier. Da wird noch erst 1 bleiben. Ist auch ein bisschen leichter als das Serienmodell, aber immer noch zu schwer. Fast 1,6 Tonnen. 1,4, das ist schon eher mein Geschmack. Fällt mir schon deutlich besser. Die Motorleistung werde ich bei Serie belassen. Da wird nichts weiter getuned. Ist der Wagen auch schon fertig geupgradet. Ich denke, 600 PS sollten ausreichen. Gerade für so ein Auto. Und er fühlt sich auch sonst so gut. Schnell ist der auch. Also der Anzug, der ist schon echt gut. Natürlich ist der Topspeed deutlich geringer als beim normalen Vantage. Der normale läuft irgendwie 330 km/h oder so. Läuft hier in Forza nur knapp 290. Also nur. Okay, an der Aerodynamik kann ich gar nichts verstellen. Okay, und dann halt eben nicht. Wir haben hier 7 Gänge zur Verfügung. Das finde ich schon mal sehr gut. Natürlich viel hilft viel. Wann dann nutzt, ist eine andere Frage, aber man hat die Möglichkeit. Aber das hier werde ich ein bisschen kürzer halten als hier. Kann ruhig ein bisschen kürzer versetzt werden. Nee, nicht so kurz jetzt, glaube ich, wie bei einem Z4 oder so. Ganz so kurz muss ich jetzt nicht. Oder die ersten Jahre beim Panamera. Aber schon, ne? Bisschen knackiger. Auch beim Schalten, der hört sich auch ziemlich geil an. Habe ich festgestellt. Und der Sound gefällt mir echt sehr, sehr gut. Dann generell so die ersten Marten vor 12s. Auch der vom DB11, auch trotz Turbolader. Hört sich geil an. Ich meine, beim DB11 ist der V12 nicht sogar. Ist er nicht irgendwie von Ford entwickelt worden oder sowas? Hab ich mal irgendwie so gehört. Boah, schlimm wäre es nicht. Ist eigentlich egal, woher der Motor kommt. Solange er geil ist. Sehe ich da keinen Grund, da irgendwas. Nicht sowas zu machen. Ist doch generell so ein Geben und Nehmen mit den Motoren. Dass jeder Stelle irgendwie mal Motoren von irgendjemand anders nimmt oder die Basis mal vielleicht weiterentwickelt. Oder wirklich komplett übernehmen, habe ich auch nichts gegen. Forzaton. Okay, Fabian. Nee. Ich habe deine Route zur Forzaton Live-Veranstaltung aktualisiert. So, ein bisschen nass, egal. In 100 Metern scharf rechts abbiegen. Du hast so gar keinen Grip. Ja, wirklich so gar keinen. Das Sound ist geil, oder? Das sind wirklich Leute, ne? Kann ich auch mal ohne Großspielspin starten? Das geht auch vorne eigentlich ziemlich gut. Bei nächster Gelegenheit. Was ein geiler Motor. Also wirklich. Soundtechnisch 1A. Ich nichts zu meckern, so. Da fahren wir mal ein Rennen. Was? Würdest du im Kiffer ein Rad fahren? Natürlich bei nicht. Bei nächster Gelegenheit wenden. Das ist halt nur der Startpunkt. Pass durch, easy. Das Feuer gefällt mir. Sehr, sehr gut. Es ist gerade kein Ton mehr, warum auch immer. Wie ihr hört noch was. Okay, da habe ich auch keinen Ton mehr. So, was soll das jetzt? Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen. Warte mal, ich halte mal kurz an und gehe das mal kurz überprüfen.
3, 2, 1. So, da bin ich wieder. Ich gehe da tun. Links abbiegen. Oh, ey, was denn? Alter. Wie geil der beschleunigt. Traktion auch für den ersten Gang. Macht nochmal ein bisschen länger. Ist wirklich ziemlich geil. Also, was er da schon an Grip hat. Im ersten, das ist schon echt gut. Gerade bei der Leistung. 600 PS Heckantrieb. Du hast dein Ziel erreicht. So, eine Querfeld, eine Rundstrecke. Es ist eine Rundstrecke, aber nicht ganz Querfeld ein. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt schon mal gezeigt habe, die Strecke. Weil die Strecke kennen. Ich habe an diesem Punkt mehr als eine Strecke erstellt. Um genau zu sein, zwei. Also einmal gibt es, ups, die Horizon-Route, die Querfeld eine Strecke. Dann habe ich hier eine Rundstrecke, eine etwas einfachere und dann nochmal eine Variante, die etwas komplizierter ist. Wir machen mal die einfache. FSK 10. Also wie ihr seht, ist die Strecke auch schon ein wenig älter. Machen wir mal 5 Runden. Im Frühling. Mittagszeit am Fliegen. Passt soweit. Ich meine, die Strecke war eigentlich ziemlich schön. Bin ja schon lange nicht mehr gefahren, also warum nicht? Kann man es auch mal gleich mal probieren. Wenn schon dann mit so einem Auto. Der auch was kann. Das ist echt gut gelungen, finde ich. Generell die Generation des Vantage, die fand ich schon. Sah schon ziemlich gut aus. Den aktuellen Vantage finde ich ja vor allem von hinten ziemlich gut. Die Front gefällt mir noch nicht ganz so. Mal gucken, was dann so die besseren Versionen sagen. Aktuell gibt es ja nur quasi den Vantage S, V8, noch einen Kleinmotor. Soll dann noch stärkere Versionen folgen, mit V12, dann auch vielleicht noch ein bisschen böse aussehen. Mal gucken. Gerade. Natürlich von Clio. Aspekt toll, wer kennt es nicht. ZR1. Habe ich ein bisschen mehr Leistung als ich. Hallo. Leute, was macht ihr denn? Da ist halt Gas gegen fertig. Bin wieder gewöhnt an die Strecke. Bin ich auch wirklich schon lange nicht mehr gefahren. Ups. Naja, erstmal Eingewöhnung, die erste Runde. So. Ich bin ja schon im dritten Gang ausbeschleunigen, also Friktion ist da gar kein Problem. Oder ein Docker Ford. 5-Zylinder Motor von Audi, glaube ich. Dann hört sich eher an, wieder Volvo Motor von Focus RS. Alles gut. Auch ein typisches Trackline natürlich, der Bentley Continental. Mit dem Gewicht eines Öltankers. Track Toy. Auf jeden Fall. Nicht. Ich denke, die Variante hier reicht sogar. Wenn nicht die kompliziertere fahren müssen. Die mag man nicht hier. Kurve schwierig hier. Und hier war es ziemlich gut genommen. Ja. Hallo, ich lasse bitte. So, oh. Eine Lackierung, ich finde. Das ist noch was anderes. Ich finde echt cool, die Lackierung. Muss ich mal gucken, vielleicht nachher, ob ich die finde. Die sieht echt gut aus. Ups, nein.
Ich wollte nur die Spur wechseln, aber nicht gleich wieder die Bushaltestelle umfahren. Da kann man nämlich relativ viel Gas fahren, wo das gerade immer noch ziemlich langsam war. Da geht noch deutlich mehr. Die Garmold umfahren. Ich finde, es sollte so eine Möglichkeit geben, dass man, wenn man eine Strecke selber erstellt, zum Beispiel die Ampeln in der Mitte, dass man die wegmachen kann. Das ist doch alles hier schon ein bisschen schneller als letzte Runde. Weil die KI schon nicht mehr mitkommt. Wir die Zäune wegmachen, damit die Kurve ein bisschen mehr schneiden kann. Das ist ja eine schöne Option. Aber wirklich nur für selbst erstellte Strecken. Vom Spiel, die erstellten von Forza, die können das alle ruhig so haben. Das ist nicht in Ordnung. Wenigstens bei eigenen Strecken, dass man das ein bisschen weiter individualisieren kann. Oder optimieren, wie auch immer. Habe ich sogar von Starkwagen machen können, oder? Naja. Das heißt jetzt also, die roten Zeiten verbessern. Ja, das ist auf jeden Fall nicht Fabian. Mit schön verbremsern. Je nach Auto muss man hier auf der Strecke ja schon aufpassen. Ich bin hier, glaube ich, auch schon mal mit dem Senna gefahren. War da schon ein bisschen schwieriger in einigen Kurven. Der Wagen teilweise abgehoben ist. Würde ich ja nicht so fordern. Das ist bei 800 PS und Heckantrieb. War schon nicht ganz so einfach. Schon Gas geben. Durch Rechtslenker. Wieder habe ich ein bisschen schneller letztes Mal. Mal schön durchfahren. Und schön Track-Toy. Das ist auch ein gescheiter Kurvenspeeder. Das ist halt eigentlich, finde ich, viel geiler. Also natürlich auf der Geraden fahren, schnell fahren ist sehr geil, aber ich finde an Kurven richtig schnell fahren, ist eigentlich viel cooler. Weil wenn der Kurvenspeed richtig hoch ist, das finde ich eigentlich viel geiler. Als einfach geraden so noch etwas abzugehen. So, dann ist immer vergraden abgehen, das ist halt auch nicht so was Besonderes. Das können halt viele. Das können auch viele Fahrzeuge, die man nicht auf der Straße fahren darf. Irgendwelche, weiß ich, irgendwie Raketen oder so, können alle sehr schnell beschleunigen. Aber den Kurven schnell fahren, das können halt nicht so viele. Das ist halt wirklich eher. Meine Straßen aus vorbehalten. Wie würde ich da schnell in Kurven zu bewegen? Das sind, glaube ich, viele Projektfahrzeuge oder so nicht so stark. Oder welche Forschungsfahrzeuge wissen wir nicht, was ich meine. Das sind immer die schnellsten Autos, halt, die man. Schnellsten Landfahrzeuge sind natürlich auch keine Straßenautos, halt welche. Ich glaube nicht mal Dragster, selbst die sind, glaube ich, zu langsam, oder? Beschleunigung vielleicht ja, aber Topspeed halt nicht. So welche Raketenautos sowas, die irgendwie so über 1000 km und alles sowas fahren. Ich kann natürlich Straßenautos mit ihren 400 irgendwas bei weitem nicht mithalten. Deshalb im Vergleich dazu natürlich schon so ein bisschen, oh, ein bisschen mickrig. Da bin ich gerade kurz abgehoben. Ich denke aber, bei Kurvenfahrten sieht es da ein bisschen anders aus. Natürlich auch stark von der Kurve, ich meine geradeaus kann man halt so ein bisschen überall fahren. Wenn man im Untergrund ein bisschen punkt, weiß ich auch nicht, ob man in der Salzwüste fährt oder auf dem Flugplatz. Keine Ahnung. Aber Kurve ist halt natürlich interessant, natürlich hier Geschwindigkeiten erfahren möchte. Wenn man jetzt Kurven vielleicht mit 150 fahren möchte oder mit 300 km/h, das ist natürlich schon einen relevanten Unterschied. Natürlich, wenn man die Kurve fahren kann.
Für mich wäre da ein kleinerer Kurvenradius besser. Naja. Aber generell so richtig schöne Kurvengeschwindigkeiten, das ist halt schon. Das merkt man auch mehr als Fahrer. So, aber wenn ein Auto, keine Ahnung, in 3 Sekunden oder so auf 100 beschleunigt. Natürlich, das ist schon krass. Ich glaube aber, die G-Kräfte sind dabei nicht so übertrieben stark, als wenn du eine Kurve mit richtig hohem Speed fahren kannst. Ich habe halt so ein Video gesehen zu haben, von der Formel 1, das ist glaube ich Lewis Hamilton in Melbourne gefahren, also hier von Australien. Ich weiß ja nicht jetzt, wie viel G so ein Formel 1 Wagen schafft beim Beschleunigen. Aber ich sag mal, vielleicht, keine Ahnung, 1,5 G oder so. Ich weiß es echt nicht. Aber in der Kurvenfahrt, welche G-Kräfte da entstehen, die sind einfach viel, viel krasser. Der hat, glaube ich, in einer Kurve irgendwie so 5 oder 6G gehabt. Das ist halt natürlich, das fühlt sich dann natürlich deutlich krasser an. Als die krasse Beschleunigung des Autos. Deswegen da gehe ich so ein bisschen ran. Also, ich meine, selbst ein G an Beschleunigung, eine Vorwärtsbeschleunigung, das ist schon echt krass. Also, wenn das Auto schafft, das ist schon echt schnell. Ein G. Ich sag mal, ein G in der Kurve, das ist nicht ganz so schwierig. Das ist natürlich auch, fühlt sich stark an. Das schaffen auch Autos mit weniger Leistung, als die man bräuchte, um ein G bei der Beschleunigung zu erreichen. Also, wenn man so in der Kurvenfahrt irgendwie so 2G oder irgendwie mehr zu haben, das ist halt schon deutlich krasser. Aber ich sag mal, 2G in der Beschleunigung, das ist halt. Da wird es schon langsam ein bisschen surreal. Bei normalen Fahrzeugen. Die vielleicht entweder auf der Straße fahren oder halt, ich sag mal, auf normalen Rennen. Spielst du jetzt sowas wie Drag oder andere Geschichte halt so? Also, mit die schnellsten Rennserien sind halt Formel 1 zum Beispiel. Gehört zu den schnellsten Rennserien der Welt. Ich glaube, selbst da, also ich glaube nicht, dass sie 2G in der Beschleunigung schaffen. Das glaube ich nicht. Aber Kurven alle Male. Was da in Kurven in Geschwindigkeiten gefahren wird, das ist wirklich unnormal. In LMP ist ja auch krass, LMP1. Natürlich der 99 Evo auf der Nordschleife. Die was auch da, wie schnell man da teilweise die Kurven, wie er die gefahren ist. Zimmer Bernhard war es, glaube ich. Porsche Werksfahrer. Das ist natürlich absolut. Kommt einem wie halt wie ein Videospiel vor. Nicht für Realität. Ist der Grund halt wirklich so gefahren? Also da muss man echt Eier zu haben, Alter. Auch die Leute, die das Fahrzeug entwickelt haben, natürlich eine Wahnsinnsleistung. Wirklich. Ja, ebenso der Fahrer, Alter. Was man da von Nerven behalten muss. Sein Auto beherrschen muss. Ich glaube generell, den 1920 ist, glaube ich, ein relativ eher einfacheres Auto. Aber für die Leistung lohnt, ist er generell erstmal eher einfach zu fahren. Wenn man aber wirklich mal das Maximum des Autos ausprobieren möchte, und das auch vielleicht auch kann, ich glaube, denn ist aber richtig, das ist eine Höchstleistung. Das ist vielleicht körperlich nicht so unbedingt anstrengend, aber halt natürlich geistig wahnsinnig. Das ist schon echt eine Meisterleistung, würde ich sagen. Generell natürlich auch viele Rennfahrer. Das kann man jetzt sagen, so, keine Ahnung, in der Formel 1 ist einer nur, wird immer nur so 15. in den Rennen. Trotzdem ist das ein wahnsinnig guter Fahrer. Also immer noch natürlich bewegen wir uns da auf einem Niveau. Natürlich sind einige besser, andere schlechter, aber halt immer noch dieses Niveau von Rennserien. Natürlich immer noch gute Leute, die da mitfahren. Und selbst wenn du letzter in der Formel 1 bist, kannst ja trotzdem ein guter Fahrer sein. Vielleicht nur nicht so gut wie alle anderen. Trotzdem aber immer noch an sich ein guter Fahrer. Was wahrscheinlich auch nicht so viele schaffen würden. Aber der Aston Martin, der sah geil aus mit der Lackierung. Der hat mir echt gut gefallen. Muss ich ja mal sagen. Ja, da war sie echt geil gefahren. Ich könnte mir auch durchaus mal damit vorstellen, mal längere Rennen zu fahren. Keine Ahnung, wie so eine halbe Stunde oder so eine Stunde.
Über irgendeine Rundstrecke, vielleicht 50 Runden. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Nochmal zu fahren. Also macht echt Spaß. Gefällt mir sehr gut. Also generell können wir heute alle Autos ziemlich gut gefahren sind. Also Folge 121 bis 24 sind alle heute entstanden. Also mit dem Z4, mit dem Panamera, mit dem Focus und mit dem Aston hier. Am gleichen Tag. Die sind sich alle gut gefahren, fand ich. Alles echt tolle Autos. Kann ich mir, glaube ich, alle nicht leisten. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Na dann, also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wird es, glaube ich, wieder ein kleines Special geben. Das schon mal als kleine Ankündigung. Aber wird auch, glaube ich, ein bisschen dauern. Das wird jetzt nicht, glaube ich, morgen oder übermorgen kommen. Da ich ja, wie ihr vielleicht wisst, im Urlaub sein werde, laut dem aktuellen Aufnahmezeitpunkt, wenn die Folge rauskommt, im Urlaub war. Ne? Also bis dann und...